Servus, Lappi. Servus, Bruder. Was ist los? Ich habe gehört, du hast Stress mit Freunden, wie ist das? Bruder, ja, Mann. Was das ist passiert? Extrem, Bruder, das ist extrem einfach. Meine Freundin ist extrem eifersüchtig und wir streiten uns jedes Mal deswegen. Okay, guck mal, ganz einfach, bei Eifersucht gibt es zwei Ursachen. Ja, viele Leute fragen mich. Die eine ist wahre Liebe, dieser Mensch will viel Zeit mit dir verbringen, dieser Mensch möchte sich um dich sorgen, er möchte um dich kämpfen. Und dieser Mensch hat eine Sucht, die ihn um dich eifern lässt. Deswegen auch Eifersucht. Das ist schön und kann im Maße so bleiben. Aber die zweite Ursache sind Minderwertigkeitskomplexe. Das heißt, wenn diese Eifersucht krankhaft ist, und das weißt du am besten, Bruder, wenn diese Eifersucht krankhaft ist und deine Freundin bei jedem Scheiß ausrastet und ausartet, dann musst du ein offenes Gespräch mit ihr suchen. Geh zu ihr hin, sag ihr, das ist nicht gut, das kann Minderwertigkeitskomplexe als Ursache haben. Sag das natürlich durch die Blume, weil sie ist eine Frau, sie will nicht unbedingt hören, dass sie Minderwertigkeitskomplexe hat. Und dann sagst du zu ihr, dass du das lösen möchtest und Eifersucht im Maße nichts Schlimmes ist. Bruder, soll ich dir was sagen? Ich bin auch eigentlich manchmal eifersüchtig, weißt du? Und deswegen werde ich jetzt genau das machen, das, was du mir vorgeschlagen hast, und versuchen einfach mit dir einen guten Tag zu verbringen. Okay, mein Lieber. Und das zu klären. Ich danke dir, Bruder. Alles Gute.